Hallo und herzlich willkommen zur Gunpowder Community. In meinem heutigen Review nehmen wir uns die UX SA10 vor. Die hat der gute Doc Snyder schon vor einigen Wochen getestet. Jetzt hat es er mir zugeschickt. Die Waffe kommt wie immer, hier unten sieht man es, vom Damage Shop. Ja, danke an dieser Stelle. Wie gesagt, die wird heute sich im Review einem Test stellen müssen. Und jetzt gehen wir erstmal zum Intro und dann schauen wir uns das gute Stück ein bisschen genauer an. Ja, wie gesagt, in so einem Karton kommt die SA10 zu euch mit den wichtigsten Daten vorne drauf. In dem Karton ist nicht viel dabei. Zum einen die SA10 und zu dem anderen ein kleiner Putzstock. Ja. Und das war's eigentlich. Mehr ist da nicht drin. So sieht das gute Stück aus. Und jetzt schauen wir uns erstmal das Datenblatt an. Ja, die wichtigsten Eckdaten konnten wir jetzt sehen. Schauen wir uns das gute Stück mal von außen an, was wir denn an Details so haben. Zum einen haben wir hier drauf stehen SA10. Ja, hier haben wir einen Demontagebügel, den zeige ich euch dann. Hier haben wir die Sicherung, so wäre sie gesichert, so wäre sie entsichert. Magazinauswerfer, und dann seht ihr schon die Besonderheit der SA10, dieses Magazin, in dem hier, ja, drei Diabolo-Trommeln drin sind, 8-schüssige und eine BB-Trommel. Da gehen wir aber dann noch ein bisschen genauer drauf ein. Hier unten haben wir auch nochmal UX stehen. Auf der anderen Seite eine Seriennummer. Hier Kaliber 4,5 mm, Diabolo und das S für Stahl-BB und natürlich das F im Fünfeck. Ja, hier unten nochmal das UX. Mehr haben wir da drauf nicht wirklich zu entdecken. Hier vorne haben wir nochmal ein Gewinde zur Schalldämpferaufnahme. Ja. Die Waffe macht einen ganz vernünftigen, anständigen Eindruck. Wir haben hier ein Gewicht von über 900 Gramm, das heißt, die ist schon groß, brachial. Hier auch messingfarbener Lauf, schön gemacht. Schade ist, dass diese Waffe keinen Schlittenfang hat. Also er bleibt hier nicht in der hinteren Position stehen nach dem letzten Schuss, sondern er ist immer wieder vorne. Dann sehen wir auch hier, der Hahn ist irgendwie innenliegend, also ihr könnt ihn nicht mit der Hand spannen. Wir haben hier eine Double Action Only Waffe. Ja. Da unten sehen wir, haben wir einen Abzugszüngel. Das ist aber nur Fake. Ja. Das könnt ihr zwar bewegen, aber ihr könnt quasi auch den Schuss lösen, ohne das Abzugszüngel drücken zu müssen. Ja, unten eine Schiene zur Aufnahme von Lampenlaser. In Deutschland natürlich nicht erlaubt. Merkt euch das bitte. Hier, Kimme Korn. Ja. Kimme ist farblich abgesetzt, das Korn leider nicht. Aber ich denke, damit lässt sich mit Sicherheit gut zielen. Ja. Ansonsten haben wir hier nicht viel. Der Verschluss ist aus Metall, der Rest hier unten ist aus Polymer.
Ja, doch. Also die macht wirklich einen sehr vernünftigen Eindruck. Und ich denke, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie man diese Waffe mit CO2 bestückt, beziehungsweise mit Diabolus lädt. Und das machen wir jetzt. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie schon vorher erwähnt, wir haben hier ein Magazin, das ist etwas untypisch, aber sehr, sehr gut durchdacht. Und zwar haben wir hier drei achtschüssige Trommeln drin. Die unteren drei, wie vorher schon erwähnt, können wir mit Diabolus benutzen. Die obere hier ist für BBs gedacht. Ja, machen wir die für die BBs mal raus. Das sieht relativ simpel aus, wie man das lädt, wenn es die Kamera dann irgendwann mal scharf kriegt. So, machen wir es so. Ihr dreht das Ganze und macht dann hier hinten eure Diabolus rein. So, 4, 5. Ich nehme hier im Übrigen wieder die R10 Match von RWS, in diesem Falle die Plus. Ja, auf alle Fälle, so sieht es aus. Hier vorne haben wir einen Kranz und dieser Kranz muss nach vorne schauen. So, und dann werde ich quasi mit Diabolus bestückt, aber wir brauchen natürlich auch noch CO2 und hier unten haben wir die berühmte Knebelschraube. Die drehen wir ein bisschen runter, nehmen die CO2-Kapsel, legen diese hier ein und dann drehen wir die wieder zu, bis leichter Widerstand kommt. So. Und dann einmal schnell etwas fester, relativ wenig CO2-Verlust und dann können wir eigentlich anfangen, mit dieser Waffe zu schießen. Ja. Und dazu gehen wir jetzt mal zum Schusstest. Geschossen wird wieder aus 7 Metern stehend, nicht aufgelegt. Und nach dem Schusstest machen wir nochmal eine Slow-Mo und dann machen wir heute auch noch einen Chroni-Test und dann gehen wir irgendwann auch zum Fazit, würde ich sagen. Ja, nach dem Schusstest und der Slow-Mo schauen wir uns mal kurz die Schusstestergebnisse an. Und die können sich in jedem Fall sehen lassen. Ja, die sind schon sehr gut. Ich schieße mit der Waffe heute übrigens zum ersten Mal. Also man muss sagen, das kann sich in jedem Fall sehen lassen. Der Abzug ist gar nicht mal so schlecht. Er ist sehr leichtgängig. Man kommt dann zu einem doch klar definierten Druckpunkt. Aber man hat dann immer noch ein, zwei Millimeter nach hinten, bevor sich dann der Schuss löst. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber im Großen und Ganzen wirklich nicht schlecht. Ja, das Blowback ist sehr, sehr stark. Da ist wieder einiges an Kraftübertragung nach hinten los. Ja. Und wie viel Kraft wir denn wirklich haben, das schauen wir uns jetzt einfach mal im Chroni-Test an. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie sich die SA10 im Chroni-Test schlägt. Ich habe jetzt eine neue CO2-Kapsel eingelegt. Wir haben ja draußen ja, 25 bis 28 Grad. Also die Bedingungen sollten eigentlich optimal sein. Und ja, schauen wir mal, was dabei so rauskommt. Ja,
Ja, wie wir sehen, hat die SA10 im Schnitt zwischen 2,5 und 3 Joule. Ich habe jetzt ja nur 8 Schüsse gemacht. Das wird natürlich dann mit der Zeit immer weiter nach unten gehen, zwecks des Cooldowns. Aber das ist ganz ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Ja, schauen wir uns noch mal ganz kurz an, wie man die Waffe denn zerlegt. Ja, Magazinauswerfer, Magazin raus. Den Schutz vom Gewinde hier abgeschraubt. So. Dann Demontagebügel nach unten. Verschluss nach hinten und nach vorne dann abgezogen. So. Und dann könnt ihr hier so, das hier noch mit rausnehmen. Sieht dann so aus. Und dann habt ihr sie quasi zerlegt. Ja. Das Ganze wieder andersrum. Ich hoffe, ich krieg's gleich auf die Schnelle hin. So, dann den Verschluss wieder drauf geschoben, einmal nach hinten und nach vorne, dann den Schutz wieder drauf geschraubt und das Magazin reingeschoben und dann passt das. Ja, relativ simpel funktioniert das. Boah. Ja, dann schauen wir uns mal das Fazit an. Also im Großen und Ganzen hat Umarex mit der SA10 so ziemlich alles richtig gemacht. Ein innovatives Magazinsystem mit 3x8 Schuss Diabolo und 1x8 Schuss BB. Wobei ich, wie gesagt, keine BBs durch einen gezogenen Lauf schieße, den die SA10 ja hat. Das Blowback ist richtig stark, die Präzision ist sehr, sehr gut und die Power mit 2,5 bis 3 Joule kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen. Ja, doch, also da wurde einiges richtig gemacht. Die Waffe selber fühlt sich sehr gut an, in keinster Weise billig. Ist alles sauber gearbeitet. Sie sieht sehr brachial aus und liegt wirklich wunderbar in der Hand. Und ja, wie gesagt, optional finde ich es auch gut, dass man hier noch einen Schalldämpfer drauf machen kann. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, brauche ich dann nicht mehr viel drüber zu verlieren. Die liegt irgendwo bei 130 €. Hier nochmal der Link, wo ihr diese auch bekommt. Für das Geld ist sie wirklich eine Spaß-Plinking-Waffe und auch die Präzision kommt in der Hinsicht nicht zu kurz. Ja, ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Und wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Ach ja, hier oben rechts, da findet ihr eine Karteikarte und da habe ich euch das Review vom guten Doc Snyder noch mit verlinkt. Also haut rein, Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.